einen neuen Namen, einen neuen Besitzer, einen neuen Sportchef und jetzt auch noch einen neuen Trainer. Beim EHC Kloten stehen Zeichen auf Neuanfang. Und der soll mit einem in der Schweiz unbekannten Trainer passieren. Die Anforderungen an PK Tirkonen sind hoch. Er soll den finanzschwachen EHC Kloten in die Playoffs führen. Als Retter in der Not sieht sich der 47-Jährige aber nicht. Ich arbeite gerne zusammen und gebe die Verantwortung an den anderen Trainer. Das ist keine One-Man-Show. Es ist Zusammenarbeit von Spieler und Trainer. In den letzten Monaten ist der Club kurz vor dem Lichterlöschen gestanden. Kanadische Investoren haben sich auf Ende Saison zurückgezogen und der Club ist über Wochen ohne neue Geldgeber dagestanden. In letzter Sekunde ist dann der Hans-Ueli Lehmann eingestiegen und hat den Club so vor dem Konkurs können retten. Wegen der turbulenten Zeiten will man zu Kloten trotz viel frischem Wind auf dem Boden bleiben. Es ist für uns, ich sage jetzt mal, die letzte Chance hier in Kloten und die müssen wir jetzt nutzen. Es ist durch einen neuen Besitzer und durch einen neuen Coach, sagen einfach aber so, ist die Welt noch nicht rosenrot. Also wir müssen arbeiten, wir müssen Gas geben und das verlangt uns in den nächsten 2, 3, 4 Monaten einiges ab. In etwas mehr als 2 Monaten gilt es dann das erste Mal ernst. Dann trifft der EHC Kloten zum Saisonauftakt auf ZSC Lions.